Radl, hey! Wie besprochen befinden wir uns jetzt bei dem letzten Fußballverein, wo der Daniel aktiv als Fußballer tätig war. Daniel, bitte. Hi, Ron. Wie findest du das, wenn wir jetzt uns beim Sportplatz befinden? Welche Momente hast du da erlebt in deiner Fußballerkarriere? Ja, ich muss sagen, freue mich riesig wieder, dass ich da bin. Beim UFC Söding, dort wo ich als letztes bewerbsmäßig gekickt habe. Leider sind wir ein bisschen zu spät gekommen, dass wir die Jungs nicht beim Trainieren zusehen haben können. Die haben zurzeit einen extremen Lauf, sind zurzeit auf der Burnplatz 1 und haben deswegen auch sehr viel zum Feiern. Und ich glaube, ich herrsche schon da drin. Ich werde jetzt kurz reinschauen und seine begrüßen. Ich hoffe, dass der ein oder andere Bekannte noch von mir da ist. Und jetzt gehen wir mal schauen. Ja, super. Wenn du so ein gutes Verhältnis zu deinen Schulkollegen hast, ja, dann bitte ich, dass du wirklich gar nicht zu mir holen, dass wir ein bisschen mit dem tratschen. Ja, passt. Ich schau mal noch. Ja. Wir haben jetzt da 4 ehemalige Fußballkollegen da und ich werde jetzt mal ein bisschen sie ausfragen, von wo sie Daniel kennen. Von wo kennst du eigentlich den Daniel? Ich kenne Daniel schon von klein auf. Wir sind zusammen Schule gegangen, haben in so einem Verein gespielt und haben in der Freizeit eigentlich immer alles zusammen gemacht. Also ist er eigentlich ein guter Freund, ja, von mir. Ja, kannst sagen, er ist auch wie ein Bruder von mir. Sehr schön. Du hast mit dem Daniel eigentlich schon immer zusammen gespielt oder warst du auch in verschiedenen Vereinen? Ja, nein, seit der Kindheit haben wir zusammen Fußball gespielt. Zuerst in Liest, dann hat er nach Söding gewechselt. Ich bin aufgekommen, haben immer gute Gaudi gehabt, haben gute Spiele gemacht, haben oft gewonnen, ab und zu verloren, aber Hauptsache. Also, aber der Zusammenhalt ist wirklich super zwischen euch und ihr könnt euch ja gegenseitig stützen und gut miteinander reden. So ist es. Von wo kennst du eigentlich den Daniel? Also ich war beim Daniel sein Live-Auftritt, Oktoberfest. Dann sind wir zusammen in Mallorca geflogen, da haben wir immer Gaudi gehabt. Bierkönig und so, und vom Kicken kenne ich ihn auch. Also auch schon von klein auf her, weil er in Söding dann aufgehört hat. Und war immer Gaudi. Also ist er eigentlich auch wirklich ein guter Freund, guter Freund, das so zusammenfassen, ja, kann. Das auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Und was sagst du eigentlich zu seiner beruflichen Karriere? Ja, also ich finde stolz drauf, dass er so weit kommt. Super, nein, für die ganze Region auch, dass so ein weststeirischer Bub als League ist, so eine Karriere fast schon hinlegt und so berühmt wird, weil es ist ja nicht nur in der Weststeiermark so, dass er seine Auftritte hat, sondern auch in Deutschland, auch in Kärnten und sonst überall. Also ich finde das echt voll super. Das ist sehr schön. Du gehörst da richtig unterstützt bei jedem Auftritt. Also Daniel, ich muss sagen, du hast wirklich super Burschen hinter dir. Also jetzt kommen die Fragen der Fragen. Konnte der Daniel wirklich kicken? Naja, es geht. Gaudi haben wir immer gehabt. Das Kicken ist nicht so seins. Auch die dritte Halbzeit haben wir immer gewonnen. Ja, kann man lassen. War gut. Die Tore hat er gemacht. Ein paar hat daneben geschossen. Aber war gut. Also ich bin mit ihm gut ausgekommen, nur in der Kabine war er der Stärkste. Nur am Feld war er immer der Schlechteste, weil er ihm zwei linke Füße gehabt hat und dritte Halbzeit hat er halt auch immer aufgezeigt. Ja, also ich habe mit dem Müller immer so gekannt, dass das Styling immer perfekt passt hat, top motiviert war er, aber wenn er gespielt hat, ist halt nicht viel rausgekommen. So, liebe Zuseher, wenn wir jetzt schon einmal da sind bei meinem alten Verein und 4 Kollegen von mir da haben, möchte ich natürlich gerne wissen, Jungs, fußballerisch hat es auch passt einigermaßen, oder? Perfekt. Traumhaft. Vor der Maschine. Immer gut. Ohne die waren wir immer aufstiegsgefährdend. Doch, Teamplayer. Quasi, ja. Also ihr seht schon, Schleimern haben sie immer gut können, meine Freunde. Dafür hat es heute eine Party gegeben. Aber wir müssen leider weiter zur nächsten Party. Bis dahin. Jungs, danke. Schön, dass ihr euch einmal wieder gesehen habt. Wir sehen uns einmal wieder. Macht es gut und werdet Meister, wie versprochen. Sehr. Wir vom UFC Söding grüßen alle Daniel Düsenflitz-Fans mit einem dreifachen Zitat!